Selbstverständlich könnte man dieses Thema stundenlang weiter ausführen, aber ich möchte nur noch eine Sendung darüber machen und dann lassen wir das auf diesem beruhen. Und wenn sich jemand damit befassen möchte, dann mache ich einen Link unten in die Beschreibung und dann kann sich jeder damit selbstständig befassen, wenn er das möchte. Die Geilheit oder sexuelle Lust ist eines der Ursünden der Menschen und das ist natürlich heute völlig verpönt, da sind wir uns vermutlich alle einig, weil nicht nur durch das Wort geil ein steht im Munde oder im Amerikanischen gibt es jetzt dieses F-U-K-C-K, das auch jeder in jeden Satz reinnehmen muss. Wir können zum Teil kaum Sendungen schauen, wo das nicht ständig im Munde rumgeführt wird. Wenn man das muskeltechnisch testet, dann geben die Menschen immer schlecht an. Das ist auch schon mal sehr interessant. Und aus dieser Ursprungssünde der Menschen entspringen eigentlich alle anderen Sünden, weil es führt zu einer gewissen Unersättlichkeit. Man will immer mehr und mehr und eine Abhängigkeit. Ich mache euch auch mal den Link nachher nochmal über dieses Gespräch mit diesem Mann, der da stark betroffen war von der Masturbationssucht. Ich habe auch schon Menschen gehabt, Kunden, die hatten schwere Gelenkprobleme an den Handgelenken und das waren alles Leute, die sich quasi fast zu Tode onaniert haben. Also damit man das in etwa sieht, zu was das führen kann. Und jetzt hier schreibt er, das ist durch die Hildegard von Bingen. Doch auch wenn der Mensch durch die Lust des Fleisches in Geilheit pflichtwidrig handelt, bringt er den Dämonen eine Opfergabe dar. Wenn er sich nämlich zu diesen bösen Werken durch Lust bewegen lässt, verfinstert er die Augen der Seele für das Wissen um das Gute, gewissermaßen wie wenn er mit seinen Händen seine Augen zudeckte. Das muss man sich ja vorstellen, was das bedeutet. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass man über dieses Thema kaum mehr sprechen kann. Es ist einfach nicht möglich. Ich habe vor kurzem Gäste gehabt hier in Uganda aus Deutschland. Es war nicht möglich, über dieses Thema zu sprechen, Homosexualität und andere Dinge, die heute so Norm geworden sind, die ich, als ich Kind war, bis 15, 16, 17, gab es einfach gar nicht. Es gab es einfach nicht, es war auch überhaupt kein Thema. Aber man konnte mit diesen Leuten gar nicht darüber reden. Es war unmöglich, es wurde sofort abgeblockt. Und das ist eben ein gutes Beispiel. Verfinstert er die Augen der Seele für das Wissen um das Gute, gewissermaßen wie wenn er mit seinen Händen seine Augen zudeckte. Jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt werden wir, das wird ja jetzt, hat immer mehr überhand genommen die letzten Jahrzehnte. Und wir haben jetzt sogar Menschen in der Regierung, die das natürlich, ja, die einfach das Gute nicht mehr sehen. Die sind wie blind und die kann man auch nicht belehren und dieser Coronavirus, der ist ja nur ein Ausdruck dieser Blindheit, weil die Menschen immer nach Feinden suchen, nach äußeren Feinden und nie sind sie bereit, nie auch mal sich selber richtig anzuschauen und sich selber wirklich zu verändern. Und das dauert halt manchmal jahrelang, bis man gewisse Schritte gemacht hat in seinem Leben auf der seelischen Ebene. Und die Leute haben keine Geduld dafür und interessiert sie auch in den allermeisten Fällen nicht. Und so läuft der Mensch in seinem Sinnen und in den bösen Werken wie eine Mühle und baut sich selber durch den Willen der verfluchten Werke den Untergang und durch den Kuss und durch das Riechen der Begehrlichkeit versammelt er um sich die Sünden der Geilheit. Das sind natürlich extreme Worte und wenn man das heute jetzt sagen würde, dann würden die meisten Menschen lachen, weil sie nichts damit anfangen können, absolut nichts. Wir haben ja schon gehört, was das für Auswirkungen hat auf die Natur. Das heißt, die Naturgeister, die werden in ihren harmonischen Handlungen, werden die gestört. Übrigens nicht nur die Naturgeister, sondern auch der Mensch natürlich, weil er immer wieder Unordnung schafft in seinem Wesen und diese Unordnung sich dann eben im Äußeren reflektiert. Und beim Lorber lesen wir zum Beispiel, die wahren Gründe vieler Naturerscheinungen und Naturkatastrophen sind den sogenannten Naturgelehrten völlig unbekannt. Alle Kalamität, Seuchen, allerlei Krankheiten unter den Menschen und Tieren, schlechte Witterung, magere und unfruchtbare Jahre, verheerender Hagelschlag, große, alles zerstörende Überschwemmungen, Orkane, große Stürme, große Heuschreckenschwärme und dergleichen mehr sind alles Folgen der unordentlichen Handlungsweisen der Menschen. Also nichts davon, Erderwärmung,
sondern doch, die Erderwärmung gibt's, weil ich bin Schlitten gefahren bis in Basel, bis zu meinem vermutlich 10., 12. Lebensjahr. Und das hat dann gestoppt. Das ist keine Frage, dass es die Erderwärmung gibt. Die Frage ist nur, warum gibt es die Erderwärmung? Und was uns auch klar sein muss, ist, dass diese Gletscher, die geschmolzen sind, und die riesigen Eisberge, die jetzt da losbrechen, seit Jahren eigentlich schon in der Antarktis und Arktik, das sind natürlich alles gebundene Geister, da bis jetzt gebundene Geister, und die werden natürlich freigesetzt. Durch diesen Schmelzungsprozess werden Naturwesen freigesetzt, die eventuell, das wäre möglich, noch nicht reif sind für eine Freisetzung. Das wäre wie jemanden zu vergleichen, der auf Bewährung freigelassen wird, aber der eben noch nicht richtig geprüft wurde. Und wie so oft werden dann diese Kriminellen wieder rückfällig und landen dann erneut in einem Gefängnis. Jetzt könnt ihr hier würden die Menschen nur 50 Jahre lang möglichst in der rechten Ordnung Gottes leben, dann würden keine Naturkatastrophen und Krankheiten mehr über sie kommen. Über den bewohnten Teil der Erde käme auch nie zu große Hitze oder Kälte, würden Habsucht und Geiz von der Erde verschwinden, gäbe es keine mageren Jahre. Das muss man sich mal wirklich nochmal durchlesen. Das heißt, der Mensch, darum heißt er auch eben Bild Gottes, darum heißt er die Krone der Schöpfung. Der Mensch ist für alles verantwortlich, was er erlebt, was er sät, was er erntet, ist für alles verantwortlich. Logisch geschehen viele Dinge auch aus Unwissenheit, aber nichtsdestotrotz, das, was er produziert, das hat einen Einfluss auf ihn selbst, auf die Natur, und er wird ihn dann damit konfrontiert werden. Jetzt schauen wir uns mal an einem einfachen Beispiel, biologische und normale Milch. Da geht es also die Biokristallisation als Methode um organische oder biologische und konventionelle Milch zu unterscheiden. Das ist auf der Seite researchgate.net. Und das ist sehr interessant. Leider habe ich keine anderen Fotos gefunden, weil ich habe früher, vor vielen Jahren, habe ich gesehen, dass man auch Tests gemacht hat mit Kuhmilch, mit Kühe von Hörnern und mit Kühe ohne Hörner. Da hat man auch gewaltige Unterschiede gesehen. Jetzt schauen wir da mal, was man da sieht. Also da wird Kupferchlorid-Kristallisation mit da gemacht. Jetzt wundere ich mich gerade, wo diese Bilder sind. Moment mal. Jetzt kommen sie, genau. Also jetzt, das ist also pasteurisierte Milch. Links ist die konventionelle und rechts ist die organische. Könnt ihr euch das selber mal anschauen. Also man kann eine deutliche Veränderung erkennen. Aber wir wissen natürlich, also ich kann das nicht interpretieren, aber man sieht deutlich diese Verästelungen, das könnt ihr ja selber interpretieren, sind deutlich präziser auf der rechten Seite. Und da sieht man wieder mal an solchen Kleinigkeiten, die kaum von jemandem beachtet werden, dass es eben eine Auswirkung hat. Hier jetzt auf einer unsichtbaren Ebene, aber nichtsdestotrotz hat es Auswirkungen. Und die Auswirkungen, das kann ich mich gut erinnern, die waren eben bei der Milch mit Horn und Milch ohne Horn, waren die noch deutlicher. Die ohne Hörner hatten eine deutliche chaotisierende Ausstrahlung. Das hat man deutlich gesehen. Ihr könnt mal schauen, weil ihr alle Deutsch sprecht, hagalis.de. Ich werde das mal hinmachen nachher, den Link. Dann könnt ihr das euch mal anschauen. Und für die Menschen als Abschluss vielleicht noch, die glauben, dass es den Coronavirus nicht gibt, denen würde ich solche Videos mal empfehlen. Und zwar findet man die hauptsächlich auf Englisch. Leaked heißt, sie sind quasi wie rausgeschmuggelt worden aus den Wuhan-Spitälern oder so. Und da sieht man also, wie die Leute in
基层管理者，工人还能倒班，基层管理者基本没有休息的时间，见着我们说俩眼通红，嗓子。Also der sagt jetzt, dass die sich eigentlich nie ausruhen können, dass die 24 Stunden ununterbrochen arbeiten tagelang und dass die alle total am Kollaps sind. Und es geht natürlich dann noch weiter. 工人管你啊，你口罩放下，你就该干啥干啥。工地你想看看吧，我已经三天没回去了，每天就睡两三个小时。 Das ist ganz extrem. Hört euch das einfach mal an, die Stimme von dem Mann, der ist total in Panik und er sagt im Laufe dieses Videos, ihr habt dieses Chaos verursacht. Ich kann euch mal zeigen, wann er das sagt. Hört euch das mal kurz an. Das ist ziemlich beeindruckend hier. Völlige Panik. Wir wollen auch nach Hause gehen. Wir wollen auch mit unseren Familien die Ferien feiern. Was habt ihr alle gemacht? Ihr habt diesen Ausbruch, diesen Krankheitsausbruch habt ihr verantwortet. Ihr arbeitet fast überhaupt nicht, während wir stetig und ununterbrochen arbeiten. Also ihr seht, das geht jetzt immer noch weiter, das Video ist 3 Minuten und wenn ihr das eingibt auf YouTube, dann seht ihr viele Sachen. Es gibt hier auch Szenen, wo man sieht, wie ganz, ganz viele Menschen in die Spitäler strömen und einfach keinen Platz finden, weil niemand weiß, was sie machen sollen mit denen. Und hier gibt es ein ganz extremes, das ist ein Twitter-Chat, den muss ich mal schauen, ob ich den euch vorlesen kann, Moment mal. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Na, jetzt bin ich außerhalb der Arbeit. Um 4 Uhr morgens. Ich habe meine Augen ausgeweint. Und die Infektion ist viel, viel schlimmer, als man uns am Fernsehen sagt. Es gibt so viele Fälle. Und die Ärzte glauben, es sind dann die 100.000 Infizierte. Wir haben mehr als 10 Ärzte hier. Und jeder Doktor hat mehr als 100 Leute jeden Tag behandelt. Viele davon werden es nicht schaffen. Wir haben keine Krankenhausbetten. Und die Verwandten bestehen darauf, dass sie auch in diesem Krankenhaus behandelt werden wollen, weil da die Regierung hat ihnen das versprochen. Also ihr seht hier an diesen wenigen Ausschnitt, das Video geht noch weiter und es gibt mehrere Videos. Die Lage ist äußerst brenzlig und diese Maßnahmen, die da ergriffen werden, die machen eventuell einen Sinn. Aber was ich nicht verstehe, ich habe jetzt so viele Videos gesehen, auch durch meine Kunden und Freunde, die mir diese Sachen geschickt haben, dass es wirklich Menschen gibt, die sagen, das sei überhaupt kein Problem. Wenn ich mir diese Dinge hier anschaue, dann muss ich sagen, das ist ein echtes Problem. Natürlich ist es ein Problem, weil die Leute das Falsche essen und sich dann das in Resonanz bewegt mit diesem Licht- und wärmeempfindlichen Virus. Aber das weiß natürlich niemand oder die allerwenigsten wissen das. Darum finde ich, also wenn man sagt, das ist nicht gefährlich oder ist irgendwie nur eine Lappalie, dann möchte ich vielleicht kurz daran erinnern, dass die letzte Pest war im 20. Jahrhundert, 1918. Und die entscheidende Phase der Pest, die hat in gewissen Ländern 40% der Bevölkerung dahingerafft. Also für mich, ich denke, das ist sehr real, was da läuft. Was genau läuft, weiß, so wie es aussieht, niemand. Die ersten, das haben wir schon besprochen im ersten Video, es gibt zahlreiche Theorien. Aber dennoch, es ist, so wie es aussieht, sehr prekär. Man muss aufpassen, vor allem die Leute, die sich schlecht ernähren, stehen in Resonanz dazu und dürften davon ohne Probleme attackiert werden können. Die anderen Menschen, die sich von Hochschwingendem ernähren, die denke ich kaum, dass es da Probleme geben wird. Wir sehen das ja, wir haben ja nie Husten, wir haben nie Schnupfen, wir sind nie erkältet, wir haben nie irgendwie Gliederschmerzen oder Fieber, es geht uns einfach immer gut und dies seit Jahren. Ich wollte aber noch schnell zum Abschluss
etwas erzählen, das mich jetzt betroffen hat, und das war auch extrem ernüchternd. Aber ich denke, es kann dennoch hilfreich sein für die Menschen, wenn sie das hören. Also vor circa 2 Wochen habe ich kleine Pickel bekommen am linken Handgelenk. Und ich habe dem nicht weiter Beachtung geschenkt und habe mein Ionenband abgezogen, habe das damit in Verbindung gebracht ein bisschen, und dann ist es so stagniert, und dann auf einmal war der ganze linke Arm war dann betroffen, also mit so roten Ausschlägen, Pusteln, und dann sprang es vom linken Arm auf den rechten Arm, dann war der ganz schlimm infiziert, und dann hat es sich auf dem Oberkörper ausgebreitet, und das war dann wirklich verheerend. Also da war der ganze Oberkörper inklusive, also die Frau hat jetzt hier gesagt, vertraut nie der Regierung. Entschuldigung für diesen extremen Unterbruch. Nichtsdestotrotz. Dann habe ich diese Pusteln bekommen. Dann habe ich angefangen, Sachen zu nehmen. Silberwasser, Artemisia. Was habe ich noch genommen? Energiemischung. Hat alles nichts gebracht. Dann habe ich vielleicht nach 4-5 Tagen mal ausgetestet, was ist es denn überhaupt? Worunter leide ich denn überhaupt? Dann hat es mir zu meinem großen Erstaunen angegeben, eine Allergie. Und ich war mir keines Fehlers bewusst, ich kann euch sagen, ich habe nichts an meinem Alltag verändert, ich habe nichts